wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe ja noch den Radlader geladen von Mannheim. Den fahre ich jetzt nach Landstuhl zu der Liebherr und danach fahre ich nach Mainz in die Sömmeringstraße. Da steht unser 30-Tonner Hitachi-Bagger, einer davon. Und der bleibt in Mainz, der geht nur auf eine neue Baustelle in Mainz. Luxus! Luxus-Baustelle. Warum fährst du mit deinem Fahrrad nicht jetzt gegenüber auf der Gottstein? So, ich hatte mir das eine ganze Zeit lang angeschaut, wie ich das wieder am besten löse, da ich mal wieder alleine war. In die Baustelle reinfahren ging nicht. Also musste ich den Bagger, wie schon erwähnt, alleine aufreifen, wieder aus dieser Baustelle herausschaffen. Kollegen waren eigentlich da, wurden dann aber dazu eingeteilt, auf eine andere Baustelle zu fahren, um dort beim Verladen von Anbauwerkzeug zu helfen, sprich Hammer, Löffel und so ein Kram, was so ein Bagger halt dabei hat. Und ich stand dann hier alleine. So, ich bin jetzt in Mainz bei der Bundeswehr fertig. Ich könnte da links rumfahren, ne? Stimmt eigentlich. Da muss ich mich nicht durch die Baustelle quälen da vorne. Jetzt fahre ich nach Weilerbach,
wo das US-Hospital gebaut wird. Ja. So, ich war jetzt hier kurz drin im Büro. Vor meinem Urlaub musste ich einen Schrieb unterschreiben für neue Ausweise für hier rein. Habe ich mal kurz angehalten und habe mal gefragt, ob der Ausweis noch Gültigkeit hat. Keine Ahnung, ob der halt noch gültig ist. Ja. Hier soll ich unseren 3,60 Meter breiten Bagger rein. Thank you.
gesagt, filmen darf ich hier drin eh nicht. Bin in Lambertheim. Vorhin so schön gequatscht. Irgendwann habe ich gemerkt, dass die Kamera gar nicht läuft. Oder halt ausging, keine Ahnung. Leck mich am Ärmel, ist das warm. Jetzt zeigt das Thermometer an. 36 Grad zeigt es an.
bin jetzt hier auf dem Hof. Hier rechts den Bagger, wo den Tieflöffel dran hat. 114, den lade ich jetzt noch. Schönen guten Morgen, Freitagmorgen. Bin gerade um mein Fahrzeug gelaufen, Abfahrtskontrolle gemacht. Ich habe Blatt auf der Mittelachse. Jetzt fahre ich halt schnell rüber in den Hof, lass den Reifen noch wechseln oder wechsel den Reifen noch. Mach das Licht an. Als wäre ein Bagger Licht an, ne? Aber das ist wohl das Licht, das von außen reinkommt. Egal. Reifen ist platt. Den lasse ich jetzt noch schnell machen. Wechsel. Fahren wir hoch nach Frankfurt. Von dort bringe ich den Bagger wieder mit. Hierher und dann sattel ich um, fahre nach Ludwigshafen zur Liebherr und lade dort, gestern habe ich gesagt, ein 1,934, ich habe noch mal geguckt, ist ein 1,938. Und der geht dann bei Sinsheim-Steinsfurt in den Steinbruch.
12 Uhr. Bin bei der Liebe. Das ist das gute Stück. Löffel ist schon enorm, ne? Löffel hat bestimmt wieder 2 Tonnen, aber ich werde ihn mitnehmen müssen. Zwischen die Kette wird er nicht passen. Ist das ein 934? Das ist der Mono-Ausleger, den fahre ich die nächste Woche. Ich hänge jetzt mal ab und mache alles ladebereit. So, ist er wieder abgeladen. Wollt ihr euch mit rausnehmen in die Bagge? Ist ein Kollege von der Liebherr, ist in den Bagger gesprungen und hat mit dem Bagger auf den Tieflader gefahren. War schön. Ich freue mich, dass er das gemacht hat. Ich konnte halt nicht aufnehmen. Alles gut. Also es lief sehr gut, kurz vor dem Autobahndreieck Hockenheim. Da geht es zurück auf eine Spur, da war minimal stockender Verkehr. Ja, jetzt bin ich hier schon Sinsheim-Steinsfurt. Die Kamera bleibt da hängen. Der Bagger hat eine Belüftungsanlage. Ja. Hier.
Stellausleger knicke ich jetzt ein. Der Stellausleger, ich mache mal kurz die Kamera ab. Kann man das erkennen? Jetzt fahre ich den gerade aus. So ist er im, sage ich mal, im normalen Arbeitszustand. Und hier mit dem, den nach unten ziehen. Ja, ich habe dicke blaue Daumen. Und dann verstellt man den, ja, den Verstellausleger, deshalb heißt der so. Uhr haben wir es. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg zur Autobahn. Zu Hause bin, ist es etwa 5:30. Freitagabend. Ich vermute, ich werde morgen unsere Werkstatt leerfahren, dass da Platz ist für Neues. Vermute ich. Und ja, für heute war es das. Ich denke, das war es auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder etwas Spaß gemacht. Was heißt mal? Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank für alles. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao.